Hallo, heute möchte ich mit euch einen Kartoffelsalat machen. Falls ihr schon gesehen habt, sind das aber ganz andere Zutaten als ein klassischer Kartoffelsalat. Nicht wundern, denn es wird ein Ofenkartoffelsalat. Aber zu dem klassischen Kartoffelsalat habe ich auch schon ein Rezept gemacht, das habe ich euch unten einfach mal verlinkt. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Zutaten. Ihr braucht 2 Kilo festkochende Kartoffeln, aber die roh sind, also nicht vorher kochen. Des Weiteren braucht ihr 200 Milliliter Olivenöl, Sonnenblumenöl oder ein Öl eurer Wahl, aber 200 Milliliter. Dann braucht ihr Gewürze, da könnt ihr wirklich alles nehmen, was euer Haushalt hergibt. Ich habe da jetzt von jedem ungefähr 2 Teelöffel Salz, Pfeffer, Basilikum, getrockneten Rosmarin, Paprika süß, Paprika scharf, also da kann man wirklich alles zusammenwürfeln. Und ich habe auch noch frischen Rosmarin. Ich würde sagen, wir starten direkt. Dafür müsst ihr einfach die Kartoffeln in kleinen Stücken schneiden und ich mache es mir heute mal richtig leicht. Tada! Und schon sind die Kartoffeln geschnitten. Und jetzt geben wir einfach die restlichen Zutaten dazu und rühren alles einmal um. Also Öl dazu. Kräuter dazu. Jetzt hole ich mir einfach schnell ein Backblech, welches mit Backpapier ausgelegt ist. Und gebe da einfach die ganzen Kartoffeln drauf. Und das Blech kommt jetzt einfach in den Backofen, welchen ich auf 200 Grad vorgeheizt habe, für 45 Minuten. Nach den 45 Minuten dürft ihr die noch nicht rausholen, denn dann kommen noch Tomaten drüber. Also in der Zeit, während die Kartoffeln im Ofen sind, könnt ihr einfach schon mal ein paar Cherry-Tomaten schneiden oder Datteltomaten. Also da geht eigentlich alle Tomaten, aber ich mag es ganz gerne, wenn das einfach die kleineren für den Salat dann sind. Nach den 45 Minuten gebt ihr jetzt einfach nochmal 400 Gramm Cherry-Tomaten oben drüber und stellt das nochmal 10 Minuten in den Ofen. Nachdem die Kartoffeln mit den Tomaten jetzt aus dem Ofen kamen, lasse ich die jetzt komplett abkühlen, fülle die dann in eine Schale rein und gebe noch 125 Gramm Parmesan drüber. Und schon ist dann unser Ofenkartoffelsalat fertig. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Falls ihr Lust auf weitere Rezepte habt, schaut doch auf meiner Internetseite janika.blog vorbei oder bei mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, eure Janika.